Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eigentlich würde man ja gerne ab und zu etwas backen, wenn nur das klebrige Teig machen und das mehlige Auswahlen nicht wäre. Diese Ausrede gilt ja eigentlich schon lange nicht mehr. Dank der fixfertig ausgewählten Kuchenteig, Blätterteig oder Mürbeteig sind diese Probleme ja längstens gelöst. Noch einen Schritt weiter geht unsere Bäckereiabteilung mit einer Neuheit. Sie heisst Quick Cook. Ein Teig, der schon fertig ausgewählt und auf einer Backschale ausgelegt ist und sich für Wehen, Gisch oder Pizzen eignet. Schneller und einfacher geht das Backen wirklich nicht mehr. Den Teig muss man nur noch nach Wunsch belegen und in den Ofen schieben. Quick Cook, Armin Amrain, was sagt der Küchenchef dazu? Ich finde es eine glatte Idee. Auf jeden Fall hat mich der Teig gerade zu einem Rezept inspiriert. Grüezi miteinander. Eine kleine gehackte Zwiebeln im Anken andünsten, leicht auskühlen und einen halben Bund Basilikum und einen 3/4 Bund Peterli, den ich auch schon gehackt habe, dazugeben. Mit Rammquark, Sauerrahm, zwei Eier und geriebenem Emmentaler mischen und die Masse mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt der Quick Cook, der neue Fertigteig von Coop, mit einer Gabel regelmässig einstechen und mit der Quark-Kräutermasse füllen. Dann die Gisch im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad auf der untersten Rille ca. 50 bis 60 Minuten backen. Und wenn es zu rasch dunkel sollte werden, wie gewohnt in diesen Fällen, mit Alufolien abdecken. Richtig. Und die Gisch vor dem Servieren ca. 10 Minuten stehen, damit sich die Füllung setzen kann. Der Quick Cook eignet sich übrigens nicht nur für pikante Kreationen, sondern auch bestens für Süßes. Und im Tiefkühler ist er bis 6 Monate haltbar. Danke, Armin. Das gemütliche Rezept für einen kühlen Herbsttag bringt uns jetzt zum nächsten Beitrag. Denn wenn es kälter wird, sollte auch das Auto auf die kalte Jahreszeit winterfest gemacht werden. Allem voran natürlich mit dem Auswechseln von der Sommerpneu. Felgenreiniger und Reifenpfleger für eine gründliche Reinigung und zum Verhindern, dass der Gummi brüchig wird, finden Sie in unseren GoPro und Hobbymärkt. Neben den bekannten Marken Armor All und Turtle Wax natürlich auch die bewährte GoPro-Exklusivmarke GoPro Car Care. Bis zum nächsten Wechsel im Frühling sind die Räder dann auf dem Felgenbaum ideal versorgt. Frostschutzmittel und Winterscheibenwasser nachführen ist jetzt ebenso wichtig wie das Überprüfen der Batterie. Falls wieder mal eine neue Batterie fällig ist, finden Sie bei uns Angebot für fast alle Autotypen diese Woche 25 Franken günstiger. Eine gute Sicht ist natürlich auch im Winter wichtig. Spoiler-Wischblätter und Antihaftmittel aus dem GoPro und Hobbymärt verdrängen Wasser und Schnee oder lassen Wasser und Dreck einfach abperlen. Die Gummiteile am Auto sind mit unserem Silikonstift geschmeidig und verhindern, dass Türen und Scheiben eingefrieren. Wenn es richtig kalt wird, hat man mit dem Händchen-Eiskratzer trotzdem warme Finger. Und mit dem Scheibenschutz oder dem Anti-Eisspray kann sich auf der Windschutzscheibe gar kein Eis bilden. So gut ausgerüstet und vorbereitet, darf man dann auch schon wieder an die Skiferien denken. Auf keinen Fall vergessen darf man aber ein paar von den leicht montierbaren Schneeketten aus dem GoPro und Hobbymärt. 20 Franken günstiger ist jetzt der Magnetski- und Snowboardträger Skiball. Er wird einfach aufs Dach montiert und das mühsame Anbringen von Befestigungskrallen usw. kann man sich sparen. Er ist sowohl für Ski als auch für Snowboard geeignet. Sparen kann man diese Woche wieder mit unseren Aktionen. Ausländische Tomaten per Kilo kommen Sie über für 1,90. Und Goldstar-Käsküchli gibt es als 3 für 2 für 6 Franken. Mit der GoProfit-Karte gibt es eine Atlantik-Rauchlachseite, 6 Franken günstiger. Denn Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.